Medina gegangen sind und Hijra da gemacht haben, da muss ich dich enttäuschen, Habibi, weil deine Tafsir-Gelehrten sagen alle was anderes. So, der erste, das ist der dritte Punkt. Jetzt kommt der dritte Punkt. Der dritte Punkt, du musst mir erstmal beweisen, dass überhaupt damit die Hijra nach Medina gemeint ist. So, weil es gab zwei Hijra, einmal nach Abyssinien und einmal nach Medina. So, wenn du jetzt sagst Medina, wird dieser Vers, ein Vers, der direkt danach kommt, zeigt dir, was überhaupt damit gemeint ist. Unter den Wüstenarabern in Medina gibt es Heuchler. So, jetzt müssen wir diese Punkte klären. Klären wir diese Punkte und dann kommst du mit diesen Muhajirin und das ist das billigste Argument, das ich mal gehört habe. Ich nagel dich nicht. Du hast mir jetzt gezeigt, dass du Arabisch kannst. Ne? Dann lass ich kann kein Arabisch. Ne? Ja, okay. Wie kannst du dann dir beispringen, Minel? Was heißt das? Min, von. Das? Min, von. Ja? Heißt Min. Ja. Ja. Minan, von wem? Von. Ja, wenn du sprichst, Jan. Von Minan, Muhajirun, wal Ansar. Ja, wal Ansar. Und ein Vers weiter, worüber spricht Allah? Von dem Muhajirun, aber... Worüber spricht Allah? Wüstenaraber? Spricht er hier von dem Muhajirun und Ansar? Nein. Was sind denn die Muhajirun und Ansar? Sind das keine Wüstenaraber? Ja. Ja, guck mal. Das zieht nicht. Guck mal, was Allah sagt. Das zieht nicht. Ja. Wenn die Heuchler und die in der Herzen Krankheit ist und die in der Stadt Lüg und schlechte Kunde verbreiten, nicht darauf verzichten, so werden wir dich sie sicherlich angreifen lassen. Dann werden sie dir dort ausgenommen vor einer kurzen Zeit keine Nachbarn sein können. Sie werden dort nicht bleiben können. Warum war Omar und Abu Bakr immer noch neben den Propheten? Sie sind immer noch seine Nachbarn. Seit 1500 Jahren. Also erstens. Schlafen neben also, was hat das jetzt schon? Was hat jetzt. Was, ja, aber. Wie, ja, sag guck mal, Habibi, wie bist du von. Wie bist du von Sure 9? Wie bist du von Sure 9, Vers 100? Hör doch mal zu, bitte. Wie bist du von Sure 9? Nein, gehst du nicht drauf ein. Hä? Das ist ja, aber ich will das. Ich gehe darauf ein. Aber wie bist du jetzt von Sure 9, Vers 100 auch eingekommen, dass Abu Bakr und Omar den. Ja, weil ich. Also, erstens. Okay, ich komme darauf auch ein. Wenn du sagst. Ich komme darauf auch ein. Hallo, lass mich doch mal reden. Ich komme darauf auch ein. Ja, aber so, guck mal, du mir nicht gehört, in meinem Mund, die ich nicht gesagt habe. Seit wann? Lass mich zusammenfassen. Lass mich zusammenfassen. Du hast gesagt, Muhajirin und Ansar. Lass mich mal bitte zusammenfassen. Warte doch mal, du hast doch gerade geredet. Warte doch, du. Nein, lass mich mal zusammenfassen. Du sagst. Dann mach zusammen. Guck mal, lass diese Wörterspielerei, okay? Hier sind 42 Zuschauer. Du wärst ganz über. Ja, Bruder, das kommt auf YouTube, da sind 2000 ungeschnitten, kommt das rein. Ja, was für zu diesen 42 Zuschauern? Guck mal. Guck mal ganz kurz. Wir haben die ganze Zeit über die Kalamullah von Allah gesprochen. Du okay. Springst, Habibi. Du kommst von Muhajirin und Ansar und Baum und Unterbaum. Ich fasse hier zusammen. Guck mal, ich fasse hier zusammen. Ich habe gesagt, Allah hat schon immer diese Eigenschaften. Okay? Er ist schon wieder bei diesem Punkt. Wir waren doch gerade. Lass mich doch erstmal auf diesen Punkt mit Muhajirin und Ansar. Lass mich doch erstmal darauf eingehen. Lass mich doch erstmal darauf eingehen. Danach kannst du. Ich fasse doch zusammen. Warum bist du so hysterisch? Nein, weil du bringst eine Sache, weil Habibi, ich bin nicht wie die anderen. Ich kann nicht mit dir nett reden. Lass den Punkt erstmal. Wer möchte mit dir nett reden? Wer? Ja, dann bleib bei dem Allah Punkt. Ich bleib bei diesem Punkt erstmal und danach machen wir den anderen, weil du springst und dann springst du wieder weg. Nein, hör mal zu. Habibi, ich fasse gerade zu. Dann, guck mal, dann verbreite keine Lügen, okay? Dann bleib wie ein Mann beim Thema. Okay? Okay, dann bleiben wir jetzt bei dir. Du springst selber. Ich springe nicht. Du springst. Ja, alles klar. Du hast jetzt gesagt, Muhajirin und Ansar. So, dann hast du gesagt, Wüstenaraber kann nicht auf dir sein, weil Muhajirin und Ansar sind keine Wüstenaraber. So, ich frage dich, die Muhajirin, von wo haben die gelebt, die Muhajirin? In Medina. Okay, und die Ansar, wo haben die gelebt? Auch in Medina. Warte mal, die Muhajirin haben in Medina gelebt? Nein, die Muhajirin kamen nach Medina. Ach so, ja, und die Muhajirin haben in Mekka gelebt. Ja, ja. So, jetzt sind das keine Wüstenaraber? Sind sie. Aber hast du den Vers nicht gelesen? Wieso sagst du dann, dass sie keine Wüstenaraber sind? Warum liest du den Vers nicht? Hä? Was sagt ihr? Guck mal, hör auf! Guck mal, reicht nicht einen Vers aus dem Kontext. Unter und unter. Guck mal, Allah sagt weiter. Es geht weiter. Und unter den Arabern, Beduinen, gibt es welche, die Heuchler sind. Und was habe ich gesagt? Minal, hast du gerade selber gesagt. Warum wechselst du wieder Thema? Warum? Ich habe doch gerade erwähnt, unter. Warum bist du hast doch gerade selber erwähnt, das unter. Du hast selber gerade erwähnt, dass unter den Wüsten Arabern Heuchler sind. Wir bleiben jetzt bei 101. Warum wechselst du jetzt Thema? Ja, weil du selber gerade bestätigt hast, was ich sage. Okay, Jalla, wechsel das Thema. Du hast gerade bestätigt, was ich gesagt habe. Elias, guck mal, ganz kurz. Ihr wollt doch nicht wirklich, und ich habe auch schon Bilal geschrieben,
ihr wollt doch nicht wirklich so einen Austausch, der auf diese Art und Weise jetzt verlaufen ist, auf irgendwelchen Plattformen hochladen, wo das der Muslim und Nicht-Muslim sich ansieht und sich denkt, was ist das für eine Unterhaltung? Bruder, das ist bei mir so. Bei mir jede Debatte, und das soll jede Person wissen, jede Debatte, die hier mit mir geschieht, die wird aufgenommen und wird hochgeladen. Unsinnig. Ja, aber guck mal, ganz kurz, was hast du denn davon? Geht es dir darum? Ich sage dir, was ich davon habe. Und ich habe auch gewarnt, jede Person, die mit mir redet, dessen wird aufgenommen und das wird hochgeladen, damit diese Person lernt und... Ja, kannst du doch machen, ist doch kein Problem. Geh jetzt auf den Vers ein, yalla. Warum flüchtest du? Okay, ich gehe jetzt auf diesen Vers. Ja, geh auf den Vers. Also, das hat doch nichts mit Islam zu tun, was gerade passiert. Was willst du, Bruder? Lass doch mal, Bruder. Ich sag dir, was ich will, Mann. Ich rede ganz kurz, redet über irgendein Spiel, das ihr beide erfunden habt. Es ist euer Spiel, aber der Islam gehört euch nicht. Ganz einfach. Ist die Botschaft angekommen? Wilhelm, geh mal bitte runter, denk nach, bitte. So, bleib mal mit dem Vers. Jedes Mal befriedigt ihr euch auf irgendwelchen Bühnen und thematisiert Islam, als ob eure Großväter euch das vererbt hätten. Guck mal, du redest gar nicht, der mit den Rawafid sympathisiert. Geh mal runter, ja? Bist du dann hier, wenn du nicht mit ihnen sympathisierst? Ich bin hier, die zu bekämpfen. Allah sagt im Koran, ja? Zu bekämpfen? Die Gläubigen sind barmherzig zueinander, hart gegen die Kuffar. Du bist ein Ja, du lebst in Deutschland, du nimmst Hartz IV, Habibi. Du lebst in Deutschland, lebst von Steuergeldern. Bleib mal bei 101. Ilias, hör auf mit der Scheiße jetzt. Wen bekämpfst du gerade hier? Denk nach. Guck mal, geh einfach runter, rede nicht, wenn du kein Wissen hast. Geh einfach runter. Wallah, der hat mehr Wissen als du. Ich habe kein Wissen. Geh doch runter, warum schaffst du deinen Kodefa? Geh doch rein auf den Kodefa. Guck mal, ganz kurz, Elias, ich werde runtergehen. Ich werde von dieser Bühne der großen Gelehrten, ich werde sie verlassen. Aber ich sag dir eins, du bist... Ja, bitte, du sagst doch selbst, du bist seit 3 Jahren aktiv praktizierender Muslim. Und du möchtest von Wissen sprechen? Ist es dein Ernst? Wer hat gesagt, dass ich seit 3 Jahren der praktizierender Muslim bin? Wer hat das gesagt? Also ich mache noch bis 11 Uhr, weil dann gehe ich schlafen, weil ich muss um 4 Uhr aufstehen. Warte mal ganz kurz. Wann habe ich... wollte das nur sagen, dass ich bis 11 Uhr noch bleibe. Ach, Hudefa, du hast jetzt deine Hausaufgabe in 101, solange ich mit Denk nachspreche. Okay, so. Elias, einen Moment. Nein, ich will nur sagen, ich bleibe noch bis 11 Uhr, weil ich muss morgen um 4 Uhr wieder aufstehen, weil ich muss auch arbeiten. Warum flüchtest du? Guck mal, Elias, du bist auch so ein Mensch, ganz ehrlich, du geilst dich auch immer auf. Auf Clubhouse und hier genauso. Allah. Alles klar, ist okay. Ist es nicht so? Wie oft habe ich dir gesagt? Jedes Mal diese ganzen Debatten, wovon du immer profitierst, weil du irgendwas hochladen möchtest. Warte doch mal, der soll doch hochladen. Aber du sollst erstmal drauf eingehen. Kannst du bitte auf 101 eingehen? Ich warte. Seid ihr fertig jetzt? Ja, ich bin fertig. Du hast 13 Minuten Zeit. Geh auf Vers 101 ein, yalla. Also du... Ja, also geh drauf ein. Geh drauf ein, ich warte. Okay, du bist fertig mit dem Lachen? Also ich weiß nicht, also du musst eigentlich über dich selber lachen, aber ist okay. Also du hast gerade selber bestätigt, dass man diese Min unter euch heißt. Das heißt, es gibt Leute unter... Geh auf 101 ein, heißt. Du hast doch gerade selbst, das ist doch 101. Hast du mich gerade gesagt, unter den Wüsten-Araber, unter euch Wüsten, hast du das nicht gerade erwähnt? Hast du das nicht gerade erwähnt, Ismail? Reden wir jetzt über 100 oder 101? Was willst du jetzt? Guck mal, er sagt selber Allahu Akbar. Er sagt selber 101 und er sagt auch 100 oder 101. Guck mal, lass doch diese Wörterspielerei. Lack, Bruder, Habibi, du... Komm mal, flüch die Wörterspielerei. Willst du erstmal 100 ab? Welche bearbeiten wir erstmal? Jalla, komm. Du, Habibi, du sagst selber seit eine Stunde sagst du 101. Ich bringe dir 101, jetzt sagst du 100 oder 101? Ja, bleib doch bei 100. Guck mal. Ich bin doch bei 101, das mit den Wüsten-Arabern. Das ist doch 101. In der Medina unter den Wüsten-Arabern gibt es Heuchler. Das ist doch 101. Dann lies mal den, richtig, aber lies den Vers mal richtig zu Ende. Von Anfang bis Ende, bitte. Yalla. Lies mal richtig. Okay. Yalla. Ich glaube, das ist noch da, Elias. Ja, ich bin da. Ich bin gespannt. Jalla, komm. Und unter den Wüstenarabern in eurer Umgebung gibt es Heuchler und auch unter den Bewohnern von Al-Medina, die in der Heuchelei geübt sind. Du kennst sie nicht, aber wir kennen sie. Wir werden sie zweimal strafen und hierauf werden sie eine gewaltige Strafe zugeführt werden. Mhm. Okay, richtig. So. Und wen spricht hier Allah an?
Die Wüstenaraber. Okay, so. Und du? Also die Gläubigen, er spricht damit hier, also er spricht damit die Muslime hier an. Guck mal, hier, lies mal richtig. Unter den Habibi, er liest doch unter den Wüsten in eurer Umgebung. Wo steht die Gläubige? Ja, ich erkläre dir das. Ja, okay, zeig mir, wo diese Vers Gläubige steht. Yalla. Unter den Wüstenarabern, in eurer Umgebung, mit wem spricht ihr, Allah? Mit wem spricht ihr? Ja. Mit wem spricht er? Wüstenaraber, die in eurer Gegend. Nein, mit wem richtet er das? Zu wem richtet er das? Er richtet das an den Propheten. Okay, also ich richte das an die Muslime. Ja, nein, der Propheten, das ist der Vers, kommt an den Propheten. Der sagt, und also ist der Prophet kein Muslim, oder was? Ja, lass diese Wörterspielerei. Und unter dem Wüstenaraber. Wörterspielerei. Allah, Allah, geht doch mal bitte auf den Vers ein. Lass doch mal Stück für Stück arbeiten. So. Und unter den Wüstenaraber, die in eurer Gegend wohnen, gibt es auch Heuchler. Was sagt Allah? Hier gibt es auch Heuchler, okay? Unter den Wüstenaraber, die in eurer Gegend wohnen. Okay? Sind wir uns einig? Ja. So, wie im Volk von Medina. Sie sind verstockt in ihrer Heuchelei. Du kennst sie nicht. Wir aber kennen sie. Wir werden sie zweimal bestrafen. Hierauf werden sie eine gewaltige Strafe zugewiesen werden. So. Du sagst, damit sind die Sahaba gemeint. Okay? Können auch die Sahaba gemeint sein. Aber guck mal, Allah sagt in Surah Al-Ahzab, Vers 60, wenn die Heuchler, ja, und die, deren Herzen Krankheit ist, und die, die in der Stadt Lüge und schlechte Kunde verbreiten, nicht darauf verzichten, so werden wir dich sie sicherlich angreifen lassen. Ja, hier sagt Allah Azza wa Jalla zu den Propheten, ja, dass er gegen sie anspornen wird, ja, dass er gegen sie vorgehen wird. Dann sagt Allah hier weiter, so werden wir dich sicherlich angreifen lassen. Dann werden sie dir dort ausgenommen von einer kurzen Zeit keine Nachbar sein können. Sie werden dort nicht bleiben können. Allah sagt, er wird den Propheten vor diesen Heuchler beschützen. Okay, jetzt frage ich dich. So, wie kannst du immer noch das als Beweis nehmen, okay, dass damit die Sahaba gemeint sind? Allah spricht auch hier über die Heuchler. Okay, also es gibt keine... Allah spricht über die Heuchler. Also jetzt, du willst mir damit sagen, dass der Prophet nicht von Heuchlern umgeben sein kann? Klar kann der Prophet von Heuchlern umgeben sein, aber Allah sagt in diesem Vers, dass er den Propheten sicherlich ihn angreifen lassen wird. So. Das heißt, was bedeutet das? Also was willst du mir damit sagen? Das heißt, dass sie nicht seine Nachbarn sein können. Woher weißt du das, dass sie nicht seine Nachbarn sein können? Warum? Weil das Allah im Koran sagt oder widerspricht dem Koran? Oder glaubst du wieder auch, wie Al-Majlis an den Koran Verfälschung? Wo steht jetzt Nachbar? Also hast du Nachbar jetzt interpretiert oder wo ich meine, auf mit diesen Nein, Seiten. Nein, lass ihn, lass ihn. Wenn er es noch einmal macht, dann kriegt er auch einen Spruch mit seinen Gelehrten. Warum? Ich sag nur, das was benimm dich steht. Einfach. Benimm dich einfach. Bleib beim Thema, mach diese Seiten. Warum mischst du dich ein? Wie, warum mischst du dich ein? Was erzählst du da? Benimm dich einfach. Ist das ein Rettungsfunktion oder so? Weil ich kenne das, das macht... Bruder, lass den. Hier, guck mal hier, hör mal zu, du Affenmensch. Ich sag's dir noch einmal, vielleicht verstehst du dich. Dann nimm dich. Dich muss man, muss nur mit dir reden. Man muss so mit dir reden. Man muss so mit dir reden. Du verstehst es nicht. Dann nennt ihr euch Ahlul Bayt, stark. Geh drauf ein. Nein, wir nennen uns nicht Ahlul Bayt. Aber egal. Du hast ja einiges noch nicht verstanden. Guck mal, lass einfach die Seite, die du ist. Lass einfach die Seite. Also, woher nimmst du das jetzt mit Nachbar? Von wo?